Und herzlich willkommen im Wald. Ich bin jetzt mal in Not geraten, wie man sieht. Hilfe! So, und deswegen brauche ich jetzt ein Notzelt. Haha! Ja, und das probiere ich jetzt mal aus. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist heute nur mal irgendwie möglichst schnell. Ja, als ob man in Not wäre, eben entsprechend aufbauen. Ich gucke noch mal nach Feinden. Ja, es sind bestimmt Feinde in der Nähe. Und wenn ich da noch dazu komme, muss ich mir noch einen Speer bauen, um die Feinde abzuwehren. Da hatte ich schon mal meine Speerspitze dran. Ich habe sie aber wieder abmontiert, weil ich der Meinung war, ich müsste das für ein Video nochmal machen. Da entsprechend die Speerspitze dran montieren. Wenn ich meine Speerspitze finde, wo ist sie denn? Da ist er. Juhu. Und dann habe ich ein Notzelt und einen Speer. Und okay, zugegeben einen bisschen kurzen Speer, aber nichtsdestotrotz total theoretisch tödlich. Vielleicht mache ich das auch in einem anderen Video. Ich weiß nicht, wie weit ich heute komme, bis es dunkel wird. Das wird nämlich nicht mehr lange dauern. Dann ist es schon wieder so weit. Und dann gucke ich mal. Wenn es dunkel ist, habe ich mir noch eine kleine Flutlichtanlage mitgebracht und hoffe, dass ich dann dementsprechend trotz Dunkel vielleicht noch ein paar Takte erzählen kann. Okay, jetzt haben wir hier also eben dieses Notzelt-Set. Da steht jetzt erstmal so nichts drauf auf der Packung, was uns irgendwie weiterhilft, also weitere Informationen liefert. Jetzt habe ich gesehen, hier unten kann man die aufmachen, auch ohne Messer. Und jetzt haben wir hier eine Schnur, das ist ja schon mal gut. Und wir haben hier diesen Zettel und auf dem steht nichts. Schade. Ich hatte gehofft, da ist irgendeine Gebrauchsanweisung für Idioten dabei. Da ich jetzt keine Gebrauchsanweisung für Idioten kriege, muss ich halt mit dem klarkommen, was ich habe. Gut finde ich jetzt schon mal, diese Tüte scheint mir... Nein, ist doch kein guter Wasserbeutel, weil hier ist ein Loch. Und auf der anderen Seite auch. Naja. Aber theoretisch könnte man das Ding nach Gebrauch ja wieder in dieser Tüte verpacken. Ich wage zu bezweifeln, dass das funktioniert, aber man kann es ja mal versuchen. Sieht im Prinzip sonst aus wie eine große Rettungsdecke, fühlt sich an wie eine große Rettungsdecke, hat aber hier so gelbe, was auch immer das ist. Das weiß ich nicht, was das ist. Warum ist da was Gelbes? Hat das irgendeine Funktion? Na, das werden wir sehen. Also so grundsätzlich haben wir zumindest ja mal dieses Bild und können uns dann so eine grundsätzliche Vorstellung davon machen, wie das aussehen soll, wenn es fertig ist. Und das heißt, ich binde jetzt erstmal das eine Ende der Schnur an einen Baum, fädel vermutlich dann irgendwie dieses Zelt da durch und binde dann das andere Ende an einen anderen Baum. Vermutlich. So, und da ich jetzt hier gerade erst hinmarschiert bin, ist mir gerade noch warm, weil so eine verdammte Kälteschutzjacke halt nun mal warm ist. Und das machen wir jetzt mal. So. Frage mich, ob dieser Baum nicht vielleicht schon ein bisschen zu dick ist. Möglicherweise ist er schon ein bisschen zu dick. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Die Schnur ist jedenfalls schon mal huddelfrei aufgewickelt. Das ist ja schon mal gut. So. Besagter Baum ist übrigens eine Lärche. Nur für diejenigen, die das interessiert. Jetzt habe ich auch keine Ahnung, wie hoch diese Schnur gehört. Ich mache jetzt einfach mal so. Schnur ist leicht elastisch. So. Ziehen wir das vielleicht mal darüber. Also ich befinde mich jetzt in der Mitte zwischen den beiden Bäumen, an denen ich das befestigen will. Das da ist der eine. Ich glaube, der ist nicht auf dem Bild und der andere ist auch nicht auf dem Bild. Ihr müsst mir einfach glauben, dass die da sind. So. Aha. Also ich vermute mal, das ist längs. Hoffe ich.
Also ich kann da jetzt keine Vorrichtung erkennen, die in irgendeiner Form geeignet wäre, um die Schnur zum Beispiel durchzuziehen. Also gehe ich davon aus, dass die da einfach irgendwie durch muss. Und diese gelben Streifen hier, das scheint einfach nur dafür da zu sein, dass man diese Folien entsprechend damit zusammengeklebt hat. Da kann ich jetzt auch nicht erkennen, was die sonst bewirken sollen. Ja, sieht so aus. Also, ich habe jetzt da einen Stock reingeschmissen und stelle fest, das Ding ist doch erheblich kleiner, als ich gedacht habe. Sprich, ich habe es viel zu hoch aufgehängt, ne? Weil wenn ich jetzt da noch einen Stock reinlege, dann hängt es erstens viel zu weit auf der Seite und zweitens, ja, es ist einfach noch viel zu hoch. Also, ich muss die Schnur auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen runter machen. Ansonsten war der Aufbau jetzt allerdings relativ idiotensicher. Also einfach die Schnur da durchziehen und dann an den zweiten Baum knoten und dann hängt das da auch schon so da. Ich habe mir jetzt gedacht, wahrscheinlich wird das schwierig, weil man das hier jetzt zunächst mal nicht fixieren kann und das einfach quasi locker auf der Schnur hängt. Es geht allerdings gerade auch nicht viel Wind. Also noch ist das kein Problem. Ob das jetzt notwendig ist, dass man das direkt auf der gelben Linie macht, weiß ich nicht, glaube nicht. Naja, ich hänge das Ganze jetzt einfach mal tiefer und dann schaue ich mal, ob ich den zweiten Stock noch reinkriege. Oh, und noch eine kleine Erkenntnis. Besonders stabil ist die Folie nicht, wenn man also mit Stöcken arbeitet, die man da reinschmeißt. Na, hier habe ich schon einen Riss. Da muss man entsprechend vorsichtig sein. Hätte ich jetzt Klebeband, könnte ich den Riss natürlich reparieren. Ich gehe mal davon aus, dass ich, da ich in einer Notsituation bin, kein Klebeband dabei habe. Huch, wer hat denn da eine Feuerstelle angelegt? Na sowas, eine halbe. So, und jetzt sollte ich ja da theoretisch ein Dreieck zustande bringen, wenn ich meinen zweiten Ast da entsprechend noch reinlege. Der ist natürlich übrigens zu kurz. Ja, noch nicht. Vielleicht muss man einfach mal reinkriechen. Also ich weiß ja nicht. Ja, das ist die andere Seite. Und bisher ist es mir nicht so richtig gelungen. Naja, also mehr Spannung kriege ich da jetzt irgendwie nicht wirklich drauf. Vielleicht, wenn man jetzt hier noch ein bisschen, oder ich weiß nicht. Schön wäre es natürlich, wenn man an den Ecken irgendwie Heringe anbringen könnte, kann man aber nicht. Also ich habe das auch nicht ganz optimal gespannt, gebe ich zu. Ja, also wie man von hier schön sieht,
Nicht so, ne? Nicht so. Meine Stöcke sind halt auch eben zu kurz. Jetzt ist es aber wirklich nicht einfach, insbesondere wenn man sich in der Not befindet, jetzt auf die Schnelle da so einen langen, glatten Stock zu finden, den man da gut reinlegen kann, ohne auch gleich hier aus Versehen eben sich die Folie einzureißen, was mir ja schon passiert ist. Theoretisch könnte ich da jetzt so, glaube ich, schon reinkriechen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn eine Seite so ein bisschen zu ist. Na, ich kriech mal spaßeshalber rein. Jo, für solche Zwecke hat man ja die BW-Mehrzweckunterlage. Mal gucken. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man in Not ist, hat man keine BW-Mehrzweckunterlage dabei. Ich schon, ich schon. So. Ja. Die liegt da jetzt drin. Naja, also schön ist es nicht, aber vom Wetter bin ich jetzt, glaube ich, schon erstmal geschützt. Und man kann durchschauen. Also man sieht sogar die Umgebung weiterhin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Tja, ist jetzt ein bisschen kurz. Wenn es jetzt regnet von einer der beiden Richtungen, wo das Ding offen ist, kriege ich schon was ab, weil ich halt so lang bin. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich komme mal wieder raus. So das erste Fazit. Gehen tut das schon irgendwie. Also man ist da schon ein wenig vom Wetter geschützt. So ist das nicht, dass das nicht geht. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass man relativ lange brauchen könnte, wenn es dumm läuft, um eben entsprechende Äste zu finden, die man da reinlegen kann. Ob das mit Steinen auch geht, naja, theoretisch schon. Rein theoretisch müsste es auch, glaube ich, ganz gut funktionieren, wenn man sich einfach so da quasi reinquetscht, ohne da großartig irgendwelche Stabilisierungsmechanismen einzubauen. Müsste ja eigentlich auch funktionieren. Habe ich jetzt nie ausprobiert. Also so rein jetzt für die Notlage. Oder was man auch hätte machen können, vielleicht probiere ich das mal beim nächsten Mal aus, dass man einfach nur die Isomatte reinschiebt und die Isomatte quasi zur Stabilisierung nimmt. Aber ich habe mir jetzt noch Folgendes überlegt. Normalerweise habe ich ja für so eine Konstruktion gerne noch vier Heringe im Einsatz. Beziehungsweise meistens mache ich mir, wenn ich mir sowas in der Richtung baue, die Schnur an den Rand in eine Öse und lasse gar nicht ganz durch das Ding gehen, damit ich quasi die Folie, die Plane auf Spannung bringen kann, indem ich das dann nur am Rande festmache. Also das ist für mich die beliebtere Aufbauvariante für solche Konstruktionen. Jetzt ist da ja dieser gelbe, man kann es ja im Hintergrund sehen, dieser gelbe Klebestreifen drauf. Vielleicht hat der doch die Funktion, dass man da möglicherweise an der Stelle Löcher reinmachen kann, die nicht ausreißen. Und dann könnte man ja da dann wiederum Schnürchen, Schlaufen ranmachen, mit denen man vielleicht Heringe, die man sich geschnitzt hat, anbringen kann. Jetzt ist mir das Ding ja schon ein wenig eingerissen. Ich würde also jetzt Folgendes tun, bevor mir das völlig durchreißt, bringe ich mir beim nächsten Tag, an dem ich an dem Ding arbeite, mal noch ein paar Klebeband mit und versuche eben diesen Riss ein wenig notdürftig zu flicken. Mal gucken, inwieweit das möglich ist. Und zweitens
versuche ich dann halt eben vielleicht auch nochmal mit dem zusätzlichen Klebeband, das ich dann sowieso dabei habe, mir diese Ecken quasi zu fixieren, damit ich da Löcher reinmachen kann, damit ich eine Schnur ranmachen kann, damit ich da quasi eine Schlaufe habe, wo ich was befestigen kann. Das probieren wir auf jeden Fall noch aus. Das war ja jetzt nur so als erster Versuch gedacht. Und ich möchte mal noch ein bisschen wissen, kann man das noch ein bisschen pimpen? Kann man das ein bisschen aufwerten, damit das wirklich so als Notunterkunft eine richtig gute Option wird? So wie es jetzt ist, so in der Standardvariante, würde ich wirklich sagen, so Not-Not-Unterkunft, da ist man vielleicht mit so einem Not-Biwaksack ein bisschen besser beraten. Großer Vorteil, den dieses Ding halt hat, ist halt eben das Kondenswasser, das sich dann da garantiert auch bildet. Die Frage ist, bildet sich da so viel weniger Kondenswasser, dass es sich das lohnt, auch vergleichsweise mehr Material mitzuschleppen? Die sind ja schon, das war ja schon relativ groß im Packmaß. Im Vergleich zu zum Beispiel so einem Folien-Biwaksack, der ist ja deutlich kleiner. Gut, aber das wäre es an dieser Stelle jetzt beim ersten Testaufbau schon gewesen.